مفيد محمد صلى الله عليه وسلم. Er sagte, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-janna. Allahumma ja'alna minhum. Den, dessen letzten Worte, er ist beim Tod und er sagt la ilaha, egal wie er es sagt, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, der wird für inshallah in das Paradies eingehen, liebe Geschwister. Der geht in das Paradies ein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns das gesagt. Wenn du mit diesen Worten stirbst, aber wallahi, nicht jeder kann sie sagen. Wisst ihr, dass es Muslime gab, die sind gestorben? Einer hat ihm Koran angemacht. Er hat gesagt, vielleicht, vielleicht im letzten Moment stirbt. Bevor er stirbt, sagt er, la ilaha illallah. Er sagt irgendetwas vom Koran, irgendetwas Gutes. Der hat gesagt, nimm das weg und mach mir die Musik an. Wal'iyadu billah. Im letzten Moment seines Lebens. Der eine, man kam zu ihm und hat ihm gesagt, sag la ilaha illallah. Wenn du siehst, dass jemand kurz vorm Sterben ist, dann erinnere ihn an la ilaha illallah, weil der ist momentan in einem anderen Zustand. Der hat den Namen von seiner Freundin erwähnt. Laila, Laila, ich liebe Laila. A'udhu billah. Willst du so sterben? Willst du so sterben? Das ist dein letzter Moment, dein letzter Augenblick, wo du deine Chance hattest, mit Allah subhanahu wa ta'ala eine gute Begegnung zu haben. Aber wie willst du ihm begegnen? Wo ist Layla, wenn du vor Allah stehst? Wo ist deine Musik? Hip-Hop, 50 Cent. Der, schaut mal, 50 Cent, der ist nicht mal ein Euro wert. Überleg doch mal. Überleg doch mal. Wallahi, was ist das für ein Gedanke? Allah hat uns zu Menschen gemacht. Nicht, dass wir wie eine Schlange tanzen, die Bauchweh hat. Und das ist das, was wir sehen. Das sind Menschen, die haben Krankheiten im Herzen, liebe Geschwister. Der Muslim ist nicht so. Sondern der Muslim ist derjenige, er betet Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein an und er hofft auf Allah und er weiß, wenn er das Beste macht, so gut wie er kann, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm ein gutes Ende geben. Möge Allah uns ein gutes Ende geben.